Ja, moin zusammen. Hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr kennt ja vielleicht die Sprüche, wenn Elektroautos nicht mindestens 400 Kilometer weit kommen, dann kaufe ich mir das nicht. Ja, ich sitze jetzt hier im ID.5 Pro Performance sogar und der hat eine WLTP-Reichweite von 516 Kilometer. Ja, wir wissen jetzt alle, WLTP, das ist so eine Sache, erreicht man in der Praxis nie und Autobahn, Winter, never. Aber wie ist denn das mit der Stadt? Ich meine, wir fahren 90% oder 95% all unserer Fahrten in der Stadt. Das mache ich auch. Sowieso fährt jeder Deutsche im Durchschnitt pro Tag nur 30 bis 40 Kilometer. Ja, wenn wir jetzt also mal Stadtverkehr nehmen und wir haben jetzt hier Ende Februar, Anfang März und wir haben die Morgenstunden, da ist es irgendwie 0 Grad und tagsüber wird es dann 5, 6, maximal 7 Grad. Also man kann durchaus sagen, es ist Winter, immer noch. Ja, und wie ist das dann im Stadtverkehr? Komme ich dann die 400 Kilometer? Und das möchte ich heute mal rausfinden, also nicht nur heute, sondern die ganzen nächsten Tage. Ich fahre also mit dem ID.5 Pro Performance alle meine Strecken zur Arbeit und was ich sonst noch so erledigen muss, ohne zu laden und guck mal, wie mein Verbrauch ist, wie weit würde ich mit diesem ID.5 kommen, wenn ich Stadtverkehr im Winter fahre. Das wird ein sehr spannender Test, also dranbleiben. Move Electric wird euch präsentiert von Shop for Tesla. Ja, bevor es losgeht, noch ein paar Daten hier zum ID.5. Das ist die Pro Performance Version mit dem Heckmotor und 150 kW Leistung. Wir haben den 77 Kilowattstunden großen Akku und 20 Zoll Winterreifen drauf. Der Wagen hat natürlich eine Wärmepumpe und ansonsten Vollausstattung. Alle Assistenzsysteme, die es gibt, hat ein schönes Glasdach und die Software 3.2. Ja, und meine erste Strecke heute mit dem ID.5, die führt mich natürlich zur Arbeit. Dann fahren wir mal los. Ich stelle mal auf B, weil ich das einfach schöner finde mit Rekuperation. Wir haben es, wie gesagt, ein bisschen kalt. Ich glaube, es sind so 3-4 Grad draußen. Klimaanlage ist aus, Heizung auf 20 Grad. Und dann schauen wir mal, wie er sich im Stadtverkehr so schlägt. Ja, und hier in dem Auto ist die Software 3.2 aufgespielt. Also das allerneueste von VW, was es so gibt. Und bis jetzt zumindest wirkt das ganze Infotainment-System hier doch relativ flüssig. Gab auch noch keine Probleme. Mal sehen, ob das im Laufe der Woche hier im Stadtverkehr auch so bleibt. Ja, ich hatte gerade den Trip-Computer nochmal zurückgesetzt. Also von den 367 Kilometer, die er mir vorhin bei 100% angezeigt hat, sind wir jetzt schon bei 456 Kilometer. Weil er vorher doch, der Wagen wurde sehr viel Autobahn gefahren. Da ist die Berechnung natürlich viel konservativer als nach dem Reset. Insofern bin ich ja ganz optimistisch, wenn er jetzt über 450 Kilometer anzeigt. Im Stadtverkehr sollte der Verbrauch ja trotz kälterer Temperaturen nicht so hoch sein. Bin ich gespannt, ob wir irgendwie in die Nähe von den 450 Kilometer kommen am Ende. So, wir sind gleich an meinem Arbeitsplatz. Das ging alles total geschmiert. Wir haben jetzt gerade einen Durchschnittsverbrauch von 19,7 Kilowattstunden. Das ist bei 4 Grad, was wir gerade haben, eigentlich völlig im Rahmen. Das brauche ich mit meinem Tesla Model S eigentlich auch immer. Ist zwar ein bisschen größer der Wagen, aber nichtsdestotrotz, den Wert kann man jetzt noch nicht so richtig auf die Goldwaage legen. Dafür waren es erstmal nur 12 Kilometer, aber die Fahrt hier mit dem ID.5 ist eben sehr angenehm wegen des Fahrwerks, wegen der Geräuschkulisse und überhaupt das Auto. Ja, das macht eigentlich beim Fahren wirklich einen super Eindruck. Es macht einfach Spaß, den Wagen zu fahren. Es ist total entspannt. So, dann müssen wir jetzt noch einen Parkplatz suchen und dann kann es gleich losgehen, der Arbeitstag. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich auf der Rücktour bin. So, wir sind wieder da. Jetzt geht es erstmal nach Hause, beziehungsweise ich muss noch vorher wohin was abholen. Da müssen wir noch ein bisschen durch die Stadt gurken. Was mich immer so ein bisschen nervt hier, dass man doch wieder von Hand auf B stellen muss, dass er sich die letzte Einstellung irgendwie, na klar, kann er sich ja gar nicht merken, weil ich muss das ja alles hier einstellen von Hand. Ich habe ja sonst keine Rekuperationsstufen, das mache ich ja hier am Gangwahlhebel.
Und das finde ich ein bisschen blöd, weil ich würde gerne lieber immer auf B fahren, weil ich das einfach so gewohnt bin und das schöner finde. Zumindest in der Stadt macht das auch am meisten Sinn. Ja, wir haben jetzt tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit knapp 5% Akku verfahren. Wir sind jetzt bei 95%, haben noch 443 Kilometer Restreichweite. Ja, dieser ID.5, das ist hier die Pro Performance Option. Der beschleunigt in 8,4 Sekunden von 0 auf 100, hat irgendwie 204 PS, 150 kW. Da gibt es noch eine langsamere Version, die hat dann 10,4 Sekunden. Das wäre dann wirklich ein bisschen zäh, finde ich. Also so wie es jetzt ist mit 8,4 Sekunden, sind wir 330 Newtonmeter oder so. Das ist dann sehr ordentlich. Macht Spaß beim Beschleunigen. Man hat nicht das Gefühl, langsam zu sein. Ist für ein E-Auto aber auch jetzt nicht unbedingt Spitzenklasse. Da gibt es ja noch ganz andere. Ich sag nur Model Y Performance zum Beispiel. So, meine Besorgungen sind fertig. Wir haben jetzt gerade erstmal 18 Kilometer zurückgelegt. Das ist jetzt noch nicht viel, also es dauert noch ein bisschen, bis der Akku leer ist. Wir haben jetzt 17,7 Kilowattstunden im Durchschnitt, 440 Kilometer Rest und ich stehe gerade an der Aral-Tanke, kurz um was zu gucken, weil hier in der Stapelfeldstraße, da werden nämlich gerade zwei Aral-Pulslader hier aufgebaut. Die sind noch abgedeckt. Aber wunderbar, dass das hier vorangeht. Und Aral ist wirklich vorbildlich. Die bauen hier alles um auf Ladestationen mit diesen schönen Alpitronic 300 kW Ladern. So muss das. Ja, Tag 1 haben wir hinter uns gebracht. Wir sind tatsächlich 34 Kilometer gefahren. Damit liegen wir genau im Durchschnitt der normalen deutschen Fahrstrecke. Nämlich zwischen 30 und 40 Kilometer pro Tag fährt jeder Deutsche im Durchschnitt mit einem Auto. Und auch mit dem Elektroauto ist das so. Ich bin, wie gesagt, 34 Kilometer gefahren und wir haben einen Durchschnittsverbrauch, und jetzt haltet euch fest, heute gehabt von 16,8. Und das bei heute Morgen 4 Grad, jetzt 7,5 Grad. Wobei es fühlt sich doch ein bisschen wärmer an, eher so wie 10, 12 Grad. Aber das ist wirklich ein traumhafter Verbrauch mit so einem Auto und Stadtverkehr. Ja, das lässt hoffen. Wir haben jetzt noch 91% im Akku und 425 Kilometer Restreichweite. Das heißt, diese Reichweitenanzeige hier, die scheint in der Stadt doch relativ akkurat zu sein, so dass wir ja jetzt schon erwarten können, dass wir locker die 400 Kilometer kommen. Aber ein paar Tage haben wir noch und das testen wir natürlich weiter aus. Also morgen geht's weiter. So, Tag 2, jetzt geht's wieder zur Arbeit. Und was mich jetzt schon nervt, ist, dass man ständig hier auf dem Display, wenn man einsteigt, diese Nutzerbestätigung machen muss, dass man jetzt irgendwie dieser Nutzer ist und dann OK drücken muss. Jedes Mal, wenn man einsteigt, das ist irgendwie nervig, finde ich. Kann man das nicht irgendwo konfigurieren? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich weiß es nämlich nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt immer noch 90% im Akku, 422 Kilometer Reichweite. Und jetzt geht's wieder auf die Strecke Richtung Arbeit. Ja, sogar in der Stadt kann man den Travel Assist benutzen. Ich fahre jetzt hier am Hochschulring, das ist relativ lange geradeaus, wenn es auch nur mit 50 bis 60 ist, aber Travel Assist an und er hält wunderbar die Spur, bremst natürlich automatisch, das funktioniert. Einziges Problem, was ich ein bisschen nervig finde, ich kann maximal 10 Sekunden wirklich die Hände vom Lenkrad nehmen. Dann kommt die erste Meldung und 5 Sekunden später, also nach 15 Sekunden, fängt er an wie wild zu piepen und rot zu blinken. Danach leitet er dann irgendwie diese Notbremsung ein. Auf jeden Fall, das ist ein bisschen nervig, das könnte ein bisschen länger sein. So, wir sind wieder angekommen am Arbeitsplatz. Was ich gerade auch gemerkt habe hier beim Rückwärts-Einparken, was mir nicht so gut gefällt bei diesem Auto, ist, er hat zwar eine super Rückfahrkamera, aber irgendwie ist dieser Winkel verzerrt. Also man hat da zwar auch Hilfslinien, aber man hat das Gefühl, die Lücke ist viel zu eng und man passt da gar nicht rein. Die sieht total klein aus im Vergleich zum Auto. Auch wenn links und rechts jetzt hier wirklich noch fast, naja, 80 cm Platz ist. Aber irgendwie gefühlt auf dem Display, auf der Kamera, sah das wirklich so aus, als wären das hier 5 cm links und rechts. Und das schafft eher Verunsicherung, als dass es Sicherheit schafft. Also da macht die Kamera aus meiner Sicht so gar keinen Sinn. So. Ja, hätten wir das auch wieder geschafft. Und ihr seht, was ich meine. Ich muss jetzt wieder Willkommen Volkswagen AG OK drücken.
Warum? Warum muss ich das jedes Mal bei der Fahrt machen? Das macht doch gar keinen Sinn. Es nervt nur. Hält auf. So, jetzt fahren wir erstmal nach Hause, weil ich muss meinen Sohn gleich noch zum Weserpark fahren. Der muss da nämlich zum Mediamarkt was reparieren lassen. Sein Schul-iPad, die Tastatur ist kaputt. Die haben nämlich so eine Bluetooth-Tastatur dazu. Und da ist eine Taste über den Deister gegangen. Und da muss man das natürlich neu kaufen, weil man reparieren kann man sowas natürlich nicht. Muss man also eine schöne Tastatur wegschmeißen, nur weil eine Taste nicht mehr richtig funktioniert. Schade eigentlich. Aber gut, da müssen wir gleich mal eben hin. Aber erstmal muss ich nach Hause fahren. Wir liegen jetzt bei 52 Kilometer insgesamt und haben 17,6 Kilowattstunden. Was ich bei dieser Software und der Kartendarstellung auch sehr schön finde, ist, dass man hier wunderbar die Ladestation erkennt. Hier habe ich zum Beispiel eine, da ist ein grüner Punkt, da kann ich mal drauf tippen. Dann geht die Karte groß und wenn ich da nochmal drauf tippe, dann kriege ich eine Detailansicht. 20 kW Elli VW Group Ladesäule, 2 Grade frei, mit Adresse kann ich natürlich hin navigieren, steht da 7 Minuten, brauche ich dahin, 3,6 Kilometer und wenn ich auf Start drücke, dann geht's los. Ja, so muss das. Und ja, ich kann dann sogar eine Bewertung angeben, weil es sich gerade aktualisiert hat, weil Elli ja irgendwie zu VW Group gehört. Kann ich eine Sternchenwertung geben, hat noch keine Sterne bekommen zumindest. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur für dieses Auto gilt oder für alle Bewertungen. Ja, sehr interessant, so muss das eigentlich. Wenn ich da nochmal auf das Ladesäulensymbol drücke, was passiert dann? Ah, dann kann ich das zum Favoriten machen, wunderbar. Ja, so muss das eigentlich sein, das ist richtig klasse. So, jetzt fahren wir zum Mediamarkt. Wir müssen eine neue Tastatur holen für das iPad von Luca. Und dann geht's mal los. Jetzt haben wir immer noch 84% im Akku. Und ich muss wieder auf OK drücken, sonst habe ich kein Navi. Schade eigentlich. So, Tastatur haben wir erfolgreich erstanden. Wir mussten nicht mal was dazu bezahlen. Dank Garantie, denn eine Taste war verschwunden und das ist mit der Garantie scheinbar abgedeckt. Hier, Luca, deine Tastatur. Und jetzt fahren wir wieder nach Hause. Kurzer Zwischenstand, was haben wir denn gerade? Wir liegen jetzt beim Langzeittest bei 75 Kilometer, immer noch 17,4 Kilowattstunden und wir haben noch 82% im Akku, 375 Kilometer Restreichweite. Ja, sieht ziemlich cool aus, finde ich. Was ich euch auch noch eben zeigen wollte, hier gegenüber vom Weserpark, da ist ein Bauhaus, Baumarkt und hier stehen 4 Alpitronic mit je 2x300 kW, also 8 Anschlüsse von ENBW. So muss das sein. Ich meine, so ein Baumarkt macht mal eben hier einen Ladepark, ne? Also kein anderer als ein Baumarkt. Das ist ganz schön traurig. Aber wenn ich jetzt hier wirklich laden wollte, was ja noch gar nicht der Fall ist, weil ich noch über 80% habe, dann wäre ich jetzt hierher gefahren und wäre eben über die Straße gegangen in Weserpark. Wir waren ganze 20 Minuten beim Mediamarkt. Und in den 20 Minuten, da wäre der Akku hier wieder von, keine Ahnung, 20% auf 80% gefüllt gewesen. Und ich hätte weiterfahren können und hätte keine Sekunde wirklich warten müssen. Also genau das ist doch die Idee der Elektromobilität. Steht er, dann lädt er. So muss es halt sein. Valentin Special. Es gibt Lieferzeitengarantie. Erhalte dein E-Auto in geplanter Lieferzeit oder tritt kostenlos vom Vertrag zurück. Außerdem kostenlose Lieferung vor deiner Haustür und sofort verfügbare Modelle. Hol dir jetzt ein Angebot von InstaDrive. So, damit hätten wir auch Tag 2 hinter uns gebracht. Wir haben jetzt als Endstand für heute 87 Kilometer gefahren, insgesamt 17,5 Kilowattstunden im Durchschnitt, haben noch 79% im Akku und ganze 362 Kilometer Reichweite. Aber wir haben ja noch ein paar Tage, wo wir das weiter testen. Morgen ist ein neuer Tag und ich bin gespannt, wie es morgen aussieht. So, heute muss der ID.5 mal zeigen, ob er auch bei richtiger Kälte ein bisschen was reißen kann vom Verbrauch her. Wir haben es nämlich minus 1 Grad und es ist total neblig heute. Nicht sehr schönes Wetter, also Heizung läuft hier auf Hochtouren. Ja, ich fahre jetzt mal wieder zur Arbeit und dann fahre ich nachher noch ein bisschen einkaufen, denn da habe ich noch was ganz Besonderes vor. Das zeige ich euch nachher noch. So, hätten wir das auch geschafft. Ja, willkommen Volkswagen AG. Okay, muss ich wieder wegdrücken. Es hat sich doch bemerkbar gemacht, diese Kälte. Wir haben ein bisschen mehr verbraucht als üblich. Wir liegen jetzt bei 22 Kilowattstunden, 22,2 um genau zu sein, für die Strecke von zu Hause zur Arbeit. Das waren vor 2 Tagen noch 19 Kilowattstunden so rund. Also mindestens 10% mehr, weil es einfach 5-6 Grad kälter ist. Also gerade mal so unter Null und Nebelsuppe.
Aber jetzt, wie versprochen, nehme ich euch mal mit zum Einkaufen und ich kaufe was ganz Besonderes, nämlich Schokoküsse. Also, da sagt ihr jetzt, hä, wieso, was ist daran besonders? Geht doch in den Supermarkt und kauft da irgendwie welche? Nein, ich kaufe keine Industrieware, ich kaufe handwerklich hergestellte. Und da gibt es in Bremen nämlich eine Firma, die heißt Meier. Und die machen so Meier Junior Schokoküsse. Und ich sage euch, das sind die besten der Welt, also handgefertigt und gar nicht mal so teuer. Und ich sage euch, euch wird das Wasser im Munde zusammenlaufen. Also besonders hier auf diesem Parkplatz von meiner Firma, da ist ja alles Kopfsteinpflaster und das ist so ein altes Industriegelände, so ein bisschen aufgemöbelt in Lofts und so. Und bei diesem Kopfsteinpflaster, da merkt man doch wirklich, dass es hier auch ganz schön rappelt im ID5. Und so in puncto Verarbeitungsqualität, auch Innenraum, da hört man das normalerweise ja so nicht. Aber bei diesem Kopfsteinpflaster, ich meine, das merkt man und das ist zum Beispiel im Vergleich zu unserem Model Y. Um nichts besser. Also da muss ich mal eine Lanze für die Tesla-Verarbeitungsqualität brechen, also auch gerade was den Innenraum angeht. Es ist eher so, dass hier im ID5, zumindest in diesem Auto, das von innen auf diesem Gelände doch mehr rappelt, hörbar mehr, als bei mir im Model Y. Das erstaunt mich jetzt so ein bisschen, ehrlich gesagt. Ah, Leute, hier läuft das Wasser im Munde zusammen. Ja, Meier Junior, sage ich nur. Das sind jetzt 50 Stück und die kosten 22 Euro, aber sind handgemacht und die kosten hier im Fabrikverkauf, also da, wo die produziert werden. Das ist im Prinzip hier in so einem ländlichen Stadtteil von Bremen. Da kosten sie nur die Hälfte wie normalerweise und das lohnt sich natürlich bei so viel Stück. Und ich zeige euch das mal und oh, wenn ihr das riechen könntet, das ist der Hammer und ich muss unbedingt den ersten sofort essen. Das geht nicht anders. Hier, Schokoküsse, handgemacht. Boah. Genau die richtige Konsistenz, genau die richtige Dicke der dunklen Schokoladenkruste und das Eiweiß da drin. Boah. Boah. Der Hammer. Ja. Sorry, aber das muss jetzt sein. Also das sind die besten der Welt, ganz ehrlich. So, jetzt kann es weitergehen. Ja, das war es erstmal so für Tag 3, außer es kommt noch was dazwischen heute Abend. Wir haben jetzt insgesamt 123 Kilometer gefahren in 3 Tagen, 3 Stunden 51 im Auto gesessen. Durchschnittsgeschwindigkeit war 32 km/h, so ist das halt in der Stadt. Haben aber einen Durchschnittsverbrauch jetzt von 18,1, ist also ein bisschen gestiegen. Heute der Tag mit dem kühlen Wetter hat das so ein bisschen angehoben. Wir haben noch 69% im Akku und 293 Kilometer Restreichweite. Ja, das war's jetzt erstmal und ich werde mich jetzt erstmal gleich an diesen Schokoküssen vergreifen. Bis morgen. So, wir sind jetzt 5 Tage mit dem ID5 in der Stadt unterwegs gewesen und es sind insgesamt 203 Kilometer zusammengekommen. Das heißt ungefähr 40 Kilometer am Tag, was bedeutet, wir liegen hier genau im Durchschnitt aller Deutschen, die nämlich zwischen 30 und 40 Kilometer am Tag zurücklegen mit dem Auto. Ja, insgesamt haben wir 6 Stunden 6 Minuten im Auto gesessen in dieser Woche. Das ist verdammt viel, hätte ich gar nicht gedacht, dass da so viel zusammenkommt. Haben 17,8 Kilowattstunden auf 100 verbraucht. Das ist wirklich nicht viel. Insgesamt war die Durchschnittsgeschwindigkeit aber nur 33 km/h. Ist ja klar, Stadtverkehr. Wir haben noch im Akku im Moment 48% und eine Restreichweite von 218. Plus die 203, die wir gefahren sind, wären 421 Kilometer, die wir in der Stadt kommen würden. Aber für die 203 haben wir natürlich mehr als 50% gebraucht, nämlich 52%, sodass wir im Real Life wahrscheinlich so fast
auf den Punkt genau 400 Kilometer jetzt kommen würden. Bei diesem Wetter im Winter, wir hatten es mal unter 0, minus 1, wir haben es auch jetzt gerade mal über 0, das sind so 6 Grad. Dazwischen lag alles, mal Sonne, mal Nebel, mieses Wetter oder nicht. Auf jeden Fall im Winter kann man mit dem ID.5 im Stadtverkehr die 400 Kilometer weit kommen. Das hat dieser Test gezeigt und ich muss zugeben, ich bin total positiv überrascht. Also nicht nur von der Stadteffizienz mit den 17,8 Kilowattstunden ist das echt ein guter Wert, aber auch von den Fahreigenschaften hier von dem ID.5. Das Fahrwerk, das ganze Handling hier von diesem Auto, der Wendekreis ist total klein. Das Auto macht im Stadtverkehr richtig Sinn und vor allem auch richtig Spaß. Er ist natürlich nicht das Performance-Monster, aber für alle möglichen Fahrten so im Alltag ist das völlig okay und reicht natürlich völlig aus. Ja, das war mein Stadtverkehrsvideo vom ID.5 und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr euch für mehr ID.5 Videos interessiert, es kommt noch ein Video raus, wo ich die Langstrecke mache, nämlich 600 Kilometer auf der Autobahn bei Tempo 130. Und dann schauen wir uns den Verbrauch natürlich mal an, bei höheren Geschwindigkeiten, auch jetzt bei diesen Temperaturen. Und wir schauen uns natürlich auch die Software an. Wir haben hier ja den Stand 3.2 drauf. Wie ist das mit der Ladeplanung? Wie flüssig ist das Ganze zu bedienen? Das schauen wir uns an im nächsten Video auf der Langstrecke. Also wenn es euch interessiert, ich verlinke das hier oben. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.